Aachen will die Verkehrswende. Bei der Stadt arbeiten die fleißigen Beamten pausenlos daran, dass Aachen noch fahrradfreundlicher wird. Der Radverkehr ist für uns einer der wichtigen Partner der Verkehrswende. Und wir bauen Fahrradstraßen in einem großen Fahrradstraßennetz. Praktisch. Gerade auch für Fahrradkuriere wie diesen hier. Die Firma liefert in der ganzen Stadt. Also fast in der ganzen Stadt. Da darf ich nicht durchfahren mit dem Fahrrad. Das Schild bedeutet Fahrrad verboten, und zwar ohne Ausnahme und den ganzen Tag über. Das Radfahren ist deswegen verboten, weil die Politik das beschlossen hat und weil wir einen Konflikt zwischen zu Fuß gehenden und Fahrradfahrenden an diesen Stellen haben. Und deshalb ist auch für die gefährlichen Lastenrambos hier Schluss. Sonstiger Lieferverkehr darf die Fußgängerzone aber selbstverständlich befahren. Vormittags und abends. Da gibt's keinen Konflikt. Die großen Fahrzeuge, die auch hier in die Fußgängerzone einfahren, hegen für mich mehr Konfliktpotenzial als jedes Lastenfahrrad. Autos mit Verbrennungsmotor, also Lieferwagen, LKWs dürfen weiter rein. Und kleine und leise emissionsfreie Fahrzeuge wie unsere Lastenräder dürfen nicht rein. Es bleibt absurd. Nein, es bleibt alles ganz logisch. Auch wenn es hier schon mal an der einen oder anderen Stelle etwas eng werden kann. Jetzt haben wir eine Fußgängerzone, in der Liefern und Laden zu bestimmten Zeiten erlaubt ist. Das ist das eine Schild. Und das andere Schild sagt, hier ist Fahrradfahren verboten. So, jetzt ist dadurch, also Liefern und Laden wäre, wenn da Fahrradfahren nicht verboten wäre, auch für Lastenfahrräder genauso erlaubt. Genau, wenn es nicht verboten wäre, wäre es erlaubt. Ist doch klar, oder? Aber wenn man genug Geld hat, ist das, was eigentlich verboten ist, auch plötzlich erlaubt. Ab diesem Jahr sollen wir dafür bezahlen, und zwar pro Person, also pro Kurier, 240 Euro, macht für uns in Summe 3.600 Euro. Und macht ihr das? Nein, wir machen das nicht. Wir lehnen das ab und würden jetzt einfach diese Straße nicht mehr befahren. Also muss der Teehändler wieder auf die herkömmlichen Lieferdienste zurückgreifen. Die dürfen hier kostenlos fahren. Jetzt will er genau hier lang, wo wir gerade stehen wahrscheinlich. Genau. Wir gehen mal einen Schritt zurück. Ja, wie sinnvoll das jetzt ist, sei dahingestellt. Das wird toleriert. Ja, so eine Regelung, genau die umweltfreundlichen und vielleicht auch zukunftsträchtigen Verkehrsträger mit Kosten und Auflagen zu belasten, wohingehend man ja das traditionelle Liefern per Diesel, was ja eigentlich aufhören soll, weiter ja kostenlos zulässt, lässt schon aufhorchen. Auch die Stadt horcht auf und wird künftig das erlauben, was bisher verboten war. Dann heißt es in Aachen City nicht mehr, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Und wer in die Luft Ruß entleert, kriegt freie Einfahrt gewährt. Leute, eine ganz große Bitte. Nicht hier klicken, denn dann kommt gleich das nächste Video von uns. Und hier bitte erst recht nicht, denn dann habt ihr, zack, den Kanal abonniert. Und ganz gefährlich, die Glocke. Dann verpasst ihr nichts mehr von Extra 3. Ihr kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Ihr vernachlässigt eure Hobbys, verliert euren Job, keine Freunde mehr, keine Freundin, soziale Abstiegstrennung, Privatinsolvenz. Okay, dann klickt. Meinetwegen, aber auf eigene Verantwortung.